Hallo, liebe Freunde der Tabakspfeife. Ein neues Video von mir. Ich wollte mich kurz melden mit ein, zwei Neuigkeiten. Oder Neuheiten. Vor allen Dingen mit einem neuen Zugang, einer neuen Pfeife. Mit der ich gerade Versöhnung feiere. Genau. Ja. Die Pfeife ist die, die ich gerade rauche. Das ist natürlich für die Vorstellung jetzt ein bisschen unklug gewählt, aber eigentlich hatte ich gar nicht vor, jetzt das Video zu machen, aber ich habe gerade eben einen kleinen Glücksmoment mit dieser Pfeife erfahren und hatte dann das Bedürfnis, das zu teilen mit anderen Pfeifenrauchern. Und die meisten Pfeifenraucher, die ich kenne, sind hier in dieser Community vertreten. So, die Pfeife erst einmal ist hier diese wunderschöne Faun. Ich scheine ein Freund kleiner Pfeifenköpfe zu sein. Von daher kommt diese Pfeife hier zu Pass. Das ist eine Faun aus der New York Serie. Gestempelt ist sie mit dem Shape, jetzt muss ich mal gucken, ohne dass ich hier eine Katastrophe anrichte. 128, genau, ich dachte im Kopf. Shape 128, die eine Rhodesian-Form, Rhodesian Band, eine Army-Pfeife, wie alle New York-Pfeifen, alle Pfeifen der New York-Serie. Für die, die wie ich relativ neu in dem Metier Pfeife unterwegs sind. Ab und zu rauchen, sonst geht's ja aus, ja. eine Army-Pfeife zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben diesen silbernen Abschluss hier hat. Die Olive, die sogenannte Olive. Und dass das Mundstück keinen Holm hat, wie andere Pfeifen, der reingesteckt ist und dann im Filterrauch der Filter steckt, sondern dass sie direkt hier reingeht. Na, wenn die Pfeife jetzt kalt wäre, könnte ich das zeigen, dann könnt ihr sie abmachen. Und das ist hier ungefähr noch so viel, was in die Pfeife reingeht. Das Mundstück steckt direkt, ist etwas konisch gearbeitet und steckt hier direkt in dem Holm. Ohne einen Stecker. Ja, genau. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meinte. Ich bin länger schon um diese Pfeife herumschlawinert. Ich fand die unglaublich schön. Ich finde die ist, ich zeig das mal, ich glaube, das wird ganz gut deutlich. Es ist unglaublich schön bezeichnet, wie ich finde. Ja, eine sehr schöne Maserung. Auch hier ist scharf. Ah, so halbwegs. Hm. Beautiful. Okay. Und das Fischteilmundstück. Was gefiltert. Faun, klar. Pfeife bei mir, auch klar, gefiltert. Ja. Das ist die neue Pfeife. Liebe auf den ersten Blick, wollte ich unbedingt haben, länger drum rumgelaufen und nach einem größeren Projekt habe ich mich dann selbst mit der belohnt. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt seit, Gott, ich weiß gar nicht, seit letztem Sommer habe ich angefangen mit dem Pfeiferrauchen und ich habe ja, sehr viel gelesen, sehr viel Foren verfolgt, sehr viel Videos gesehen und habe sehr viel gehört über verschiedene Tabake und unter anderem eben auch viel gehört über Flake-Tabake. Und jetzt habe ich mir gedacht, ein kleiner Kopf, eine konische Bohrung, ja, leicht konische Bohrung, das wäre doch, so die Theorie, vielleicht ganz gut geeignet, um erste Flake-Erfahrungen zu sammeln.
Soweit die Theorie. Pfeife es aus, zu viel geredet. Und dann habe ich mir mit dieser Pfeife meinen ersten Flake zugelegt. Und zwar ist das der hier von Red Race, der Malcolm Flake. Ja, das ist auch schon an verschiedenen Stellen besprochen, auch unter seinem vorherigen Namen. Und der Malcolm Flake ist mit Ananas-Geschmack. Ich lese mal vor, was draufsteht. Ja, das ist das Einfachste. Das exotische Ananas-Aroma macht diesen Flake zu einem Geschmackswunder. Wie sollte so anders sein? Burley aus Malawi, Virginia-Tabake aus Brasilien und Afrika. Tonangebend von dem Dark Fired Kentucky abgerundet. Ja, unter der Wärme sorgsam zu Cakes gepresst. Eine Woche Zeit, damit sich die Aromen harmonisch verbinden können, bevor er dann zu dem Flake weiterverarbeitet wird. Es riecht ganz wunderbar, wenn man diese Dose aufmacht. Der Tabak ist vorzüglich, wie ich finde. Mit ein bisschen Fantasie kann man diesen Ananasgeschmack schon auch erkennen. Es schmeckt aber, der Tabak ist aber vorwiegend. Also man schmeckt vor allen Dingen den Tabak tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, dass ich eine Virginia erkenne, aber ich würde sagen, dass diese Virginia-Süße, vielleicht ist es auch die Ananas. Wer weiß. Er schmeckt auf jeden Fall ganz wunderbar, er riecht auch ganz toll. Das einzige Problem ist, ich bin vollkommen mit dieser Pfeife und diesem Flake gescheitert. Ich habe zuerst mit dem anderen Tabak eingeraucht und habe dann gedacht, jetzt probierst du es aus. Und nach der viel besungenen Knick- und Faltmethode habe ich die Pfeife gestopft und ja, das ging irgendwie. Und dann habe ich angefangen, sie zu rauchen. Das ging auch irgendwie. Aber nach relativ kurzer Zeit ist das zu einer unausglaublich harten Masse verkocht. Keine Ahnung. Eine undurchdringliche Schicht, steinhart, hat sich gebildet. Oben lag fein die Asche drauf. Dann kam eine undurchdringliche Schicht. Die konnte ich anzünden, wie ich wollte. Und dann der nicht gerauchte Tabak. Ne? Irgendwann habe ich das dann aufgegeben. Ich habe dann erst irgendwie hier mit dem Pfeifendorn einen Kamin reingebohrt in meiner Verzweiflung und hat auch nicht viel gebracht, ja, seien wir ehrlich. Das war einmal vollkommen missglückt. Da habe ich mir gedacht, Junge, das war viel zu viel Tabak für die kleine Pfeife. Schneidest du einfach oben ein Drittel vom Flake ab und probierst dann das Spiel nochmal. Ich habe es dann nochmal ausprobiert, zwei, dreimal. Mit der Knick- und Faltmethode und mit der Heidelberger Ziehharmonika-Methode. Ja. Das sah auch immer ganz toll aus und ich kam ja unglaublich eloquent und erfahren vor. Und der Lansome Pipe Smoker. Vollkatastrophe, hat überhaupt nie geklappt. Es war jedes Mal dasselbe. Ich hatte irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich zu heiß rauche, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eigentlich, die Pfeifen werden nie sonderlich heiß, die werden angenehm warm, ja. Auch mit anderen Pfeifen habe ich keine Probleme mit. Ich habe es dann manchmal mit meiner Stanwell probiert, die einen sehr großen Kopf hat und sehr unverwüstlich ist, ja. Und irgendwie ging es, aber so wirklich glücklich hat mich es nicht gemacht. Tabak schmeckt, wie gesagt, sehr gut. Ich bin jetzt dazu übergegangen, ihn ganz anfängerhaft einfach aufzureiben. Ja, irgendwie ist es mir gerade nicht wert, das aus Trotz, weil man es eigentlich anders und besser machen könnte, weiterhin diese, weiß ich nicht, diese undefinierbaren, harten Klumpen zu erzeugen, ja, und die Hälfte wegzuschmeißen. Irgendwie ist mir das gerade so schade. Weil er mir wirklich sehr gut schmeckt. Und ich habe ja schon gedacht, das liegt vielleicht einfach auch an der Pfeife. Die ist irgendwie doof, die ist nicht gut zum Rauchen geeignet, die sieht nur hübsch aus. Und jetzt habe ich sie heute mit meiner uralten 0815 Anfänger Standard Mixture gefüllt. Und
Herrje, die hat mir noch nie so gut geschmeckt wie heute aus dieser wunderbaren Pfeife. Ja, das ist quasi die Moral von der Geschichte. Sich manchmal auf Dinge zurückbesinnen und Malcolm Flake, wir werden sicher noch warm miteinander und ich bin sicher, mit ein bisschen Übung werde ich das auch noch hinbekommen, dass ich tatsächlich den Flake, wie er ist, rauchen kann und nicht ihn aufribbel. Aber bis dahin übe ich mich in der Kerndisziplin der Pfeifenraucher, in der Geduld. Das ist es. World Race Malcolm Flake. Großartiger Tabak. Ich werde noch ein bisschen Flake-Kompetenz erwerben müssen, schätze ich. Großartig. Großartig, es ist ein absoluter Genuss. Jetzt rauche ich hier die Mixture 888, ein ganz toller John Elsbury Aromat Anfänger Ding. Und er hat mir noch nie so wunderbar geschmeckt wie heute Abend aus dieser entzückenden Pfeife. Ja, das Buch zur Pfeife, was ich seit einiger Zeit lese, meistens nur tatsächlich mal zum Pfeife rauchen, ist Der Hund der Baskervilles, Good Old Sherlock Holmes. Ich kann mir total gut vorstellen, dass das so eine kleine Dr. Watson Pfeife ist. Kleiner Army-Pfeife, ehemaliger Militärarzt, der ja ist, Dr. Watson, wie auf dem Hochmoor, Dartmoor, in Baskerville Hall, in Dartmoor sitzt und abends auf den Hund wartend dieses kleine Pfeifchen raucht. Jetzt habe ich mich fürchterlich verschluckt. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. So. Ja, genau. Das war's eigentlich auch schon. Die Neuerungen, von denen ich erzählen wollte. Ah, übrigens. Die Ausgabe. Wunderschöne Ausgabe, gebunden, mein Gott, ist echt zu fassen, leider vergriffen vom Hermanns Verlag, was mich aber nochmal darauf geführt hat, ich wollte einem Freund ihr schenken und habe danach gesucht und es nicht mehr gefunden, die gibt es eben nicht mehr. Eine andere schöne Ausgabe ist die vom Insel Verlag, wo auch die Übersetzung sehr gut ist. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Ja, funktioniert nicht immer, aber wo man erkennen kann, es gibt ja unglaublich viele Übersetzungen und viele sind einfach Schund. Aber das heißt, der Hund der Baskervilles, dann spricht das schon mal für eine gute Übersetzung, weil die meisten Übersetzungen behaupten, dass Baskerville ein Ort ist, der Hund von Baskerville. Das ist nicht, das ist der Name des Geschlechts, die Baskervilles, eben von Dartmoor, die vom Hund verflucht sind oder mit dem Hund geschlagen. Auf den Hund gekommen, wie auch immer. Ja, das nur am Rande. Alles klar. Jetzt habe ich ein wenig vor mich hingefaselt, euch in meinen etwas frustrierenden, aber durchaus beglückenden Erlebnissen mit der Pfeife in den letzten Tagen teilhaben lassen. Und damit verabschiede ich mich auch jetzt wieder. Ich werde jetzt hier gemütlich diese Pfeife zu Ende rauchen. Und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.
Überraschung, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich melde mich wieder zurück. Ich melde mich noch einmal zurück. Jetzt einen Tag später. Die Pfeife ist kalt und gereinigt und ich kann noch einmal etwas detaillierter zeigen, was im heißen Zustand schwierig war. Gerade hier noch einmal die Maserung, die sehr schön ist, gerade am Mundstück, wie mit dem Pinsel gezeichnet. Ist nicht perfekt, aber ist schon ziemlich nah dran am Perfekt, zumindest was meinen Geschmack angeht. Ein sehr schönes kleines Pfeifchen. Was ich das letzte Mal nicht zeigen konnte, weil einfach die Pfeife ja in Benutzung war, wie das mit dem Mundstück funktioniert. Das Besondere an der Army-Pfeife, die alten Hasen können jetzt einfach ausschalten, die relativ neu in dem Pfeifenmetier sind und wie ich bis dato nicht wussten, was es mit Army-Pfeifen auf sich hat. Army-Pfeifen, habe ich ja schon erwähnt, das Mundstück steckt hier in dieser kleinen Silberolive und zwar ohne einen Zapfen. Ja, das heißt, hier ist direkt der Filter drin und das Mundstück steckt hier direkt drin. Man merkt, das ist auch nicht weit, das ist nicht tief drin. Ich muss mal hier vor dem Weißen, ne, sieht man, das ist überhaupt nicht tief, ist hier reingesteckt. Das ist leicht verjüngend, ne, und steckt dann einfach hier drin. Ne, so. Und ich habe gedacht, das kann ja unmöglich halten, das tut es aber. Überhaupt kein Problem, es ist sehr stabil. Ich hatte Angst, dass wenn die Pfeife dann raucht, man irgendwie aus Versehen mal dagegen stößt und einem der Pfeifenkopf um die Ohren fliegt. Das ist nicht so, das ist tatsächlich sehr stabil, hält einiges aus. Der Vorteil ist natürlich, dass die Pfeife nicht brechen kann. Ja? Wenn die Pfeife, was man vermeiden sollte, runterfällt, natürlich. Oder wenn sie transportiert wird, ja, und Druck ausgesetzt ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, dass einfach, zack, das Mundstück abgeht und kein Schaden entsteht. Ne? Es ist kein Zapfen da, der brechen kann. Genau. Daher kommt auch der Name, ne? Army-Pfeife. Das war eine Pfeife, die im Militär aus diesem Grund beliebt war, dass sie, wenn sie kriegerischen Handlungen ausgesetzt war, oder vielmehr der Raucher zu der Pfeife, war die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass dieses Gerät zerbricht und that's it. Das ist, daher kommt der Name Army-Pfeife. Genau. Gucken wir uns mal von allen Seiten an. Zack, zack, zack. Wunderbar. Okay, das also ist die Faun New York in der Rhodesian-Variante. Ja, wollte ich euch noch zeigen, der Vollständigkeit halber. Und das wäre es dann. Den Malcolm Flake habe ich jetzt nicht da, kann ich aber holen. Und zack, da bin ich wieder. Das schneiden wir einfach. Großartig, Wunder der Technik. Der Malcolm Flake, den wollte ich auch nochmal kurz zeigen. Genau, man sieht, wenn man die Dose öffnet, ne, das Tabaksblatt, Kohlhase und Kopf ist der Hersteller. Und genau, gucken wir mal rein. Oh, das riecht ganz wunderbar. Und da sind die Flakes. Ne? Kann man euch nochmal ein Bild machen. Ne? Genau. Ganz fein. Ganz angenehm von der Konsistenz. Das ist nicht zu feucht, das ist nicht zu trocken. Ganz wunderbar. Im Prinzip direkt rauchfertig gewesen. Wie gesagt, ich bin jetzt übergegangen, sie ganz dilettantisch aufzuribbeln, habe aber trotzdem viel Freude damit. Malcolm Flake, Pineapple.
Very good. Das war's. Okay. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin wieder ein paar Infos losgeworden, die ich in den Äther spreche. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und verabschiede mich. Macht's gut. Ciao.